Liebe Leute, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Resident Evil. Ich höre draußen, also ich habe gerade das Fenster zugemacht, ich höre draußen schreiende Kinder und eine so runde Flex, also habe ich mir gedacht, kann ich doch direkt mal ein Ründchen Resident Evil weiterspielen. Heute spielen wir das Kapitel 21. Weiß ich wahrscheinlich um Blackjack handeln wird. Aha, es gibt noch Überleben zum Freischalten abschließen und den Überleben Plus. Die Belohnung ansehen. Ach wow, für Überleben und Überleben Plus, also fürs normale krieg ich gar nichts. Ja, gucken wir mal, was es gibt. Nee, Moment, das will ich gar nicht sehen. Gefangen. Von den Bakers verfolgt, läuft Clancy durch eine Tür im Hof und stolpert zwischen Schaufensterpuppen durch weiß gefärbte Räume. Was für ein Freak baut das alles? Clancy bekommt seine Antwort kurz darauf. Denkst du, dass du Glück hast? Wir werden ja sehen. Nach einem Schlag von hinten verliert er das Bewusstsein. Ach, es geht weiter mit Clancy. Can pain make you... Was? Smart? What the... Where am I? Oh oh. Hallo? Oh nein. Woo! Toll! You like cards? Of course you do. Well, I've made up a game especially for you two. Except we can bet with chips around here. If you catch my drift. Lol. Ja. Außerhalb des Spielbereichs. Ja, okay. Hey, he said let the winner go. Who are you? What do you think? You believe that freak? And now, I'll explain the rules of the game. You fellas play blackjack, right? You just draw cards, trying to add up to 21. Go over 21, and you lose. Tja, so überkaufen ist nicht drin. Crazy. So, say your prayers and let the game. Oh nein. Fucking kidding? Ja, aber was sind das für Karten? Alright, Clancy, my man. You're up first. Either draw a card or stick with what you got. Aim for 21. You can count, right? Also was ein bisschen seltsam ist, sind die selbstgemachten Karten. Das scheint wohl wirklich eine 3 zu sein. Ich dachte, das wäre erst noch umgedreht. Also 3 und 1 sind 4. Wurde auch angezeigt. Ja, ich hätte gerne nur eine. Your turn. Ja, gib mir. Wie mache ich das? Ah, Steuerung. L1, das gegenwärtige Blatt behalten. R1, eine Karte ziehen. Ja, gib mir eine. Hit me. Okay, Hoffman. You're next. Come, Hoffman. These cards are numbered 1 to 11. No doubles and... You share the same deck. I'll stay. Hat der gerade gesagt, I'll stay? Hä, was hat denn der? Ich will mich da nur ein bisschen nach vorne lehnen. Der hat eine 4 und nix. Also ich habe eine 6. Ich kann nicht überkaufen. Also wir können auf jeden Fall nur eine nehmen. Zack, 15. I'll stay. I'm gonna stay. Okay, show 'em, fellas. The winner is... Oder ist es die Bank, so nach dem Motto, Ach, die Karte ist noch umgedreht von ihm, oder? Clancy! Woo! The loser pays the bet. This is insane! You can't
schlimmer du als ich. My fucking fingers! This ain't happening! Hell of a game, right? Yes! Macht schon wie Spaß. Put a few more fingers in the pot. Oh nein. Nicht zwei. Ich spiele wie gegen die Bank. Okay. Tell me, what did I do? Das Problem ist allerdings, ich kann nicht mal eben eine Runde aussetzen. Also, ich kann Blackjack nicht so wirklich gut, aber so ein bisschen weiß man ja davon. Das Problem ist, ich kann jetzt nicht hingehen und sagen, okay, die eine Runde, naja, jetzt habe ich 5. Und er hat schon eine 9 da liegen. Das heißt, wenn er noch die 11 hat, hat er schon 20. Da kann ich nicht sagen, na gut, da komme ich eh nicht gegen an. Ich muss ja spielen, bis ich mehr habe. Vielleicht hat er auch nur eine 2. Ja, aber auf jeden Fall können wir noch eine Karte nehmen. Warte, ich will nicht den falschen Knopf drücken. R1. Hit me. Ja, eine 11. Perfekt. Perfekt. Jetzt gibst du mir noch eine 10, Alter. Oder? Ah, wobei, es gibt doch eine 11, ne? Ja, okay, aber ich kann 10 Karten vorher kriegen. Nehme ich nur eine oder nicht? Tut mir übrigens leid, also letzte Folge hatte ich mein Mikro auf 100%, das habe ich erst in der, beim Schneiden gesehen und da konnte ich leider nicht mehr viel gegen tun, außer es leiser machen. Ich hoffe, das geht diesmal wieder ein bisschen besser. Okay, also ich möchte meine Finger behalten, habe 11 von 21 gegen 9. Zocken ist eigentlich überhaupt nicht erkommen. Hit me. Jawohl. Schluck das, Bitch. Wieso nimmt denn eigentlich nie eine Karte, Junge? Du bist so langweilig. Ja, bei 19 nimmt man auf gar keinen Fall noch eine Karte. I'm gonna stay. Also. Kletzi! Kletzi! Yes! Frag mich, was das hier für ein Raum ist. Naja. Blackjack! Ja, wie? Fragen die mich jetzt ernsthaft, ob ich noch eine Karte will? I'm gonna stay. I'll stay. Yay! Aber dadurch kommst du doch jetzt da raus, oder? Sieht aus wie Würstchen. Now you'll let me go, right? That's how the game works. I wish we could have had a little more fun. No. Gotta go home to my family. One more round. What? Oh, that's the spirit, Hoffman. Sorry, Clancy. I guess we're playing another round. What the fuck? What the? Hey! Hey, what's going on? What the shit? Just a little something special I made for the occasion. Figured it out yet? Oh, I bet you can guess! Gott, wie war? This puppy's a relic from an execution chamber. I gotta work it again, though. Das ist see super. The end gauge is there? The current goes up every time you lose. But what's the bet, Lucas? Just look here! At max power, you'll really ride the lightning! Somebody come me ride out the lightning, give us own. You know what? I think it's time to spice this game up a little bit. What? Was war das denn? Erhöht den Einsatz ihres Gegners um 2, solange diese Karte auf dem Tisch ist. Okay. 6. Lässt sie die Karte 6 ziehen. Wenn diese nicht mehr im Stapel ist, passiert nichts. Hey, hey, hey. Okay.
things are looking down, you can try using one of these to get yourself back on track. Neue Infos zu den Regeln, jawohl. Okay, also das ist halt ganz normal Blackjack. Was sind Trumpfkarten? Trumpfkarten sind entscheidend. Wann kann ich sie einsetzen? Wenn sie am Zug sind, können sie Trumpfkarten jederzeit einsetzen. Das ist schon mal geil. Am Anfang jeder Runde eine Trumpfkarte. Das heißt, die aufzubewahren macht eigentlich nicht so viel Sinn. Ich habe jetzt 9 von 21. Der auch. Ja, mein Freund, tut mir leid. Die 6 macht überhaupt keinen Sinn. Also 15 ist scheiße, aber... Um 2 erhöhen, mein Freund. Ja, ich will natürlich noch eine Karte, ne? Aha. Hat er eine? Nee, hat er nicht. Hit me. Hit me. Jawohl. Scheiße. Oh nein, er macht genau das gleiche. Was eigentlich clever ist. Hoffe ich. Ja, ja, ist gut. Oh, bitte gib mir was Niedrigeres als eine 8. Off day. What? Okay. I'm gonna stay. Clancy. Nein! No, no! Oh fuck. So gerade. Also Stromschlag ist halt überhaupt. Naja. Aber sieht witzig aus. Gib mir noch einen. Rückgabe. Legt die letzte aufgedeckte Karte, die sie gezogen haben, zurück in den Stapel. Oh, das wäre cool, wenn der Kollege, 14? Wow, wie behindert ist das denn? Give me another. Aber zu 14 passt doch eigentlich perfekt. I'm going home. I have a family. Fuck you. Just die, okay? Please. Kannst dich mal. Zeig. Karte 6 ist nicht im Stapel? Echt jetzt? Es gibt nur eine 6? Okay. Oder hat er noch eine 6 da liegen? Hä? Gibt's echt nur eine 6? Ich weiß es gerade nicht. Schade, ich hätte gerne noch eine gehabt. Ich meine, ich habe 14, er hat 14. Er weiß seine Karte aber nicht. Mit ein bisschen Glück hat er überkauft. Boah, was habe ich denn noch für Trumpfkarten? Nein, Moment. Oh, das hätte ich nach dem Ziehen tun sollen. Na egal. I'm gonna stay. Was? Nein, nein, ich hab die falsche Taste gedrückt. Nein. Boah, hoffentlich überkauft der. Oh nein, das war richtig dumm. Ach, Mann. Ja, ja, Hoffmann. Hoffmann! Somebody help! Warum hab ich L1 gedrückt? Oh, fuck! Melissa, just wait, baby girl. Daddy's gonna win this. Ja, ja. Am Arsch. Was haben wir denn hier? Lässt die Karte 3 ziehen. Ja. 6 und 15, 11. Kann ich auch verdoppeln? Hit me. Perfekt. Er hat eine... Ach, wir haben gar nicht die gleichen Karten. Oh oh. Off day. What? Was hat. Weiß er denn die Karte oder ist die wirklich. Ach, keine Ahnung. I'm gonna stay.
Wenn ich jetzt nicht gewinne, ne? Komm schon. Puh, was ein Spiel, ey. So, Trumpfkarte. Eine 5. Was habe ich denn jetzt? Die 5 und die 4? 3? Ne, 5 und 3. 18. Also ich weiß, was ich mache. Leer. Ich hätte gerne Dry. Die ist nicht im Stapel? Dann hat er da eine 3 liegen. Wow, das heißt, er hat eine 11. Scheiße. Also ich muss aufhören. I'm gonna stay. Kann jetzt nur hoffen, dass er zwei niedrige oder zwei mittlere Karten kriegt. Jawohl. Ich habe doch schon gesagt, ich stay. Ach so, das geht trotzdem noch weiter. Ja, egal. Also ich habe 18, er hat, was hat er? 4, 6, 12, 15 hat er. Ich hoffe, er überkauft. I'm gonna stay. Und wer hat nicht 15? Dann ist das mit der 3 gelogen. 16. I'm gonna stay. I'll stay. Also er müsste doch 16 haben. Jawohl! Der scheppert schon ganz ordentlich, ich würde sagen. Oh shit. Das nächste Spiel ist ein Matchballspiel. Den Einsatz muss ich nicht erhöhen. Geht sowas los. Okay, 5. Das Einzige, was wir als Trumpfkarte noch haben, ist eine 5. Das heißt, es wäre ganz geil, wenn wir jetzt eine 10 kriegen würden. Hit me. What? Wieso kriege ich denn noch eine Trumpfkarte? Was soll ich denn damit? Oh, lucky you, Clancy. You get a trump card. Lol. Aber die 5 liegt da schon. Nein. Wenn du brutzelst, brutzelst du richtig. Aber das ist echt scheiße. Also ich bin jetzt bei 16. 16 ist richtig kacke. Er ist bei 12 plus. Warum liegt denn die 5 da schon? Okay. Sagen wir mal, er ist so bei 15. Also entweder nehme ich noch eine Karte und setze darauf, dass ich eine niedrige kriege. Oder ich hoffe, dass er aber kauft. Anders geht's ja nicht. Die Bank muss zum Beispiel normalerweise bei 16 noch eine nehmen. Und das tut die Bank nur sehr ungern. Ja, Hoffmann, was soll ich tun? Nehmen? Oder bleiben? Boah. Scheiße! Aber bisher hat noch keiner überkauft. Vor allen Dingen er nicht. Der hat nie überkauft. Das heißt, der hat höchstens... Das Problem ist, wenn er jetzt nichts Niedriges da... Also wenn er halt... warte mal, wie viel hat er? 12. Wenn er da mehr als eine 4 liegen hat, wird er hundertprozentig wieder sagen, I'll stay. Ach, fuck it. Nimm eine Karte. Day. Oh Mann! Clancy. Komm schon. Nein! Clancy, you get the consolation prize. Fuck!
Just wait! Just wait a second! No, no, no! Bye-bye, Clancy! Ich hätte noch eine nehmen sollen. Fuck. Machen wir das nochmal, das ist cool. Übermorgen. So. Gib mir. Hab schon. 10, perfekt. Darf ich verdoppeln? Haben wir sowas? Haben wir. Boy. Darf ich danach nochmal drei. Warte mal, wir können doch erst eine Karte ziehen. Hit me. Ah, 11, okay. Give me another. 15, hoffen wir echt jetzt. Hit me. 16, wow. Geil. I'll stay. Ja, ja. Wenn er nicht überkauft hat, wovon ich mal ausgehe, dann hat er mindestens 16 oder 17. 17 würde er haben. Das ist doch scheiße. Hit me. Ich habe überkauft. Ja. I'll stay. Du Hure! Ich kann nichts machen. I'm gonna stay. Hoffmann! Ah. No! No! Da hätte ich nicht viel machen können. Da hätte ich nicht viel tun können, leider. Eine 3, jawohl. 10. 10 ist gut. Okay, was will der mit der 4? Er will die 4, das heißt, er hat auch jetzt 20 da liegen oder so. Going home. Leck mich. I have a family. Hit me. Yes! I'll stay. Hems, Junge. I'm gonna stay. I'll stay. Der will nicht. Ob der Strom gut für seine Hand ist? Also, ich meine, die Finger da. Das, warum blutet das eigentlich nicht? Das kriegen wir ein schönes. Oh, entfernen ist gut. 11. 11 ist auch gut. Bin entzückt. Was dürfen wir noch ziehen? 6 und 3. Damit wären wir bei 20. Dann hätten wir 7 zu 3. Hit me. What? Das ist interessant. Damit könnten wir die Runde gewinnen. Oh, look at you, Clancy. You get a trump card. Nein, und ach so, man zieht trotzdem noch eine Karte. Scheiße. Give me another. 14. Bin jetzt bei 13. Das wären 19. Aber ich kann auch die letzte aufgedeckte Karte einnehmen. Hit me. I'll stay. Must stay. Glaube, ich werde jetzt was ganz Verrücktes machen. Okay.
Ich werde noch eine Karte nehmen. Hit me. Okay. I'll stay. I'm gonna stay. Nein! Nein, nein, nein! Oh, ich hab schon wieder die falsche Kacktaste gedrückt. Egal. Ja, ja, Hoffman. Somebody help! Ah! 10, 13, 16, 17, 18. Ich hätte auch schon wieder verloren. Oder? Also es sei denn, ich hätte natürlich, das Einzige, was ich hätte machen können, wäre die Ablegenkarte, also die Rückgabe nehmen müssen. Moment, also von ihm, ja genau. Das hätte ich machen können, ansonsten hätte ich doch schon wieder safe verloren. So, jetzt werde ich die Scheiße hier gewinnen, mein Freund. Jetzt ist Feierabend für dich. Darf ich nur nicht. Jetzt muss ich nur die richtigen Knöpfe drücken. I'm gonna stay. I'll stay. Komm schon. Jetzt. Jawohl. Yes. Na endlich, nach drei Versuchen. You can't be serious. Don't kill me. Tschüss. Don't kill me. Kann ich jetzt gehen? He's dead. He's fucking dead now, right? Tell me we're done. Okay, Clancy, you won fair and square. Guess I'll set you up. Huh? Well, blow me down. Look at Hoffman. What? Oh, Hoffman. And I'll feel fine. I'll be here to play another round. Did you hear that? Hoffman, you tough son of a bitch. Like the man said, we gotta play another round. What the fuck is wrong with you? You promised to let me go. Hey, you sick fuck, talk to me. Oh, what the fuck now? I want to bring out a dear friend for our grand finale. Meet Mr. Saw. What? We got the distance left to Hoffman. And Clancy, this is how far to you. This is how much distance you're playing for. Just think of it as a massage, all shiatsu-like. But you better enjoy it, because it's the last massage you're ever gonna get. Ich bin nie ein Freund von Massagen gewesen, tatsächlich. You enjoying this, you prick? 4, okay. I'm gonna stay. Also er hat mindestens, höchstens 19. Jetzt nicht mehr. I'm gonna stay. Give me another. Ja, er ist schon drüber. I'm gonna stay. Clancy! Clancy! Jawohl, das war einfach. Okay, auf 13 müssen wir kommen, ne? Alter Schwede, also die Säge finde ich schon. Ich liebe deinen Gegner. Lässt ihren Gegner die bestmögliche Karte aus dem Stapel ziehen.
What? Hä? Warum sollte ich das denn legen? Okay, also ich bin bei 13. Was ist denn, wenn wir jetzt so machen? Ich noch eine nehme. Ich bei 20. Okay. Eben war er mit der 9 zufrieden. Das heißt, er hatte 19... Vielleicht 20. Oder 21. Also eine 1 oder 2 hat er da liegen. Ich verstehe die Karte nicht, die ich eben gekriegt habe. Warum sollte ich meinen Gegner die bestmögliche Karte ziehen lassen? Wenn er da eine 1 oder 2 liegen hat. Mal angenommen. Dann ist er jetzt bei 17. Dann wäre die bestmögliche Karte für ihn eine 4. Gucken wir einfach mal. Also interessiert mich einfach. Wow, es ist wirklich so, er hat 21. Ja, die Runde geht an den. Aber damit bin ich die Karte los. Also. I'm gonna stay. Komm, nimm nur eine. Okay, show 'em, fellas. Surprise, surprise. It's a... Draw! Draw! Geil! Get that round. Let's go again. Cool, ich hab damit gerechnet, der hätte 21. Na, der hat doch nur 1 gehabt, keine 2. Anyway. 5. Okay, und wir haben 12. 12 ist Arsch. Ich könnte daraus 20 machen. Machen wir das doch. I'm gonna stay. Ne? Oh, komm schon, das ist mies. Dann nimm wenigstens eine. Du Hure. Also ich habe hier noch einmal freiziehen. Hit me. Fuck! Ja, aber... Wie soll ich das denn mit einer 15 gewinnen? 15 gegen, keine Ahnung, was hat er, 18? Der überkauft nicht, vor allem nicht mit zwei Karten. Und irgendwie mit einer 12 hört er nicht auf. Das heißt, ich verliere schon wieder so oder so. Oder ich gebe die 7 zurück. Und ziehe was Besseres. Tun wir das. Hit me. Jawohl! Na? Also, das wird mindestens ein Unentschieden. Er kann ja nur eine 11 da liegen haben. I'm gonna stay. Das war gut. Von Safe Lose zu Gewinner. Finde ich gut. So, das nächste Spiel ist ein Matchball-Spiel, mein Freund. Ich habe einmal freiziehen. Das ist gut. 3. Oh no! Gonna be me. What can I do? What you gonna do? I can't give up now. There must be something I can do. Oh yeah! Was? Lässt sie die bestmögliche Karte aus dem Stapel ziehen?
Erhöht den Einsatz beider Spieler um 100, solange die Karte auf dem Tisch ist. Der Gegner kann keine Karten ziehen. What? Hä? Moment, also... Erhöht den Einsatz beider Spieler um 100. Also ich kann keine Karten ziehen. Und der Einsatz ist um 100 erhöht. Das heißt, ich kann da eh nichts machen. Oder? I'm gonna stay. Hoffman! Ja, also, hä? Wie unfair. Oh Gott, nein! Verschlägt! Was hätte ich denn da jetzt machen sollen? Also ich konnte keine Karte ziehen und... Das war unfair. Aber das war geil. Und das werden wir übermorgen nochmal machen. Ich mag das. Dann spielen wir noch eine Runde Blackjack. Fand ich cool. Ich hoffe, ihr auch. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich würde sagen, schönen Abend noch, bis übermorgen. Haut rein. Tschüss.